Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, wieder Raid am Donnerstag. Gestern habe ich es nicht geschafft, gestern kam wieder was anderes dazwischen. Gestern haben wir das mit dem Teamwechsel gezeigt, wie das ist, wenn man das Medaillon kauft. Hab mein Team gewechselt, natürlich nicht auf dem Großen, sondern auf dem Kleinen, dass die langsam allmählich alle gelb werden, die kleinen Pisser. Hey! Aber jetzt wieder Raid am Mittwoch. Die Highlights der Woche für euch zusammengefasst aus unserer Community und am Ende wartet natürlich wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche und es kamen ein paar Screenshots rein natürlich, da das neue Go Snap Shot Schnappschuss verfügbar war und da hat der Lukas uns ein Bild geschickt von seinem Meta-Across auf der Toilette, Bruder muss groß. Wer das kennt, Bruder muss los und jetzt einfach nur als Bruder muss groß, als Meta groß, also das ist ja gleich 10-mal zweideutig und doppeldeutig und richtig cool. Auch schöne Klobrille, da würde ich mich auch gerne mal draufsetzen, ja, wunderbar. Dann ging es weiter, da habe ich über Nacht ein Gramurks geklickert. Ich habe ja auch hier eine Arena vorm Haus, das lasse ich auch öfters mal drehen, um Bälle zu sammeln und alles. Und habe ein weiteres Shiny Gramurks bekommen, könnte ich also auch abgeben, ne? Erst habe ich immer gedacht, die Dinger sind so sau selten. Jetzt habe ich, glaube ich, 4-5 Stück oder so davon. Also richtig coole Sache. Habe immer noch keinen Shiny Kramchef entwickelt, aber das kommt natürlich noch. Muss mal ein paar Sinosteine sammeln. Dann der Bockwurst King hat eine Shiny Pi gebrütet. Richtig cool natürlich. Wurde auch erst vor kurzem eingeführt ins Spiel. Ist jetzt da und er hat auch eins bekommen. Schön, dass es so grüne Ohren hat. Kann man das Ohren nennen? Was ist das? Sind das Ohren? Sind das Ferner? Keine Ahnung. Auf jeden Fall süß, der kleine Racker. Der Lukas, wieder mal, hat auch was gebrütet. Und zwar ein 100% Fluffeluff. Sehr schön. Und Babys, die kriegt man ja wirklich nur aus Eiern. Also wer da 100er will, der kann sich da nicht absprechen oder kann Maps nutzen oder sonst was. Der muss die wirklich brüten. Deswegen sind die als 100er ganz selten. Dann gab es wieder mal X-Raid-Einladungen. Diesmal für den 6. März, 13 Uhr bis 13:45 fürs Schwimmbad. Ihr wisst, wir haben zwei Stück, Schwimmbad und die Brücke der Technik, das wechselt sich eigentlich immer ab. Die Einladungen sind jetzt schon ziemlich lange raus, also ziemlich großer Zeitraum, wo das dann stattgefunden hat. Sonst ist das ja immer für eine Woche später sozusagen. Oder zwei Wochen später, eine Woche später. Aber 6. März, das ist schon so ewig noch hin und ist schon so ewig raus. Aber die ändern ja eh immer zu was, muss man gespannt bleiben, wie das wird. Der Hoffi hat mir noch was geschickt, der hat ein 98%iges Slimer bekommen auf Level 28 gleich, auch mit 15 Angriff. Angriff immer beste Wert, müsst ihr drauf achten. Linke Networks hat uns hier einen Vonera geschickt, das hat er aus der Gerara-Gruppe, glaube ich. Auf einer Schaukel, richtig süß natürlich und passend, das ist ja jetzt auch neu reingekommen, zusammen mit dem Shiny P und dem Shiny Cusilla. Hier auf einer Schaukel ein Monera Baby, könnte nicht passender sein. Ich hatte im Internet auch ein Bild gesehen von jemandem, die hat so eine Eierpackung fotografiert, da hat ein Ei gefehlt und in dem Fach, wo das eine Ei gefehlt hat, saß das Monera drin. Sah auch lustig aus, hat auch gut gepasst. Und dann der Mikfu, drehe ich mal mein Handy um. Das bringt euch aber nichts, weil ihr seht es immer noch so, wie es ist. Der hat einfach mal sein Letterking fotografiert, zu Hause auf dem Sofa. Das liegt entspannt da. Bei so einem großen Sofa passt sogar das Letterking drauf. Also coole Sache. Dann als der Perlu Day kam, oder ist das schon älter? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bei dem Perlu Day, ihr wisst, gab es einige Probleme. Manche Leute kamen nicht ins Spiel oder hatten während des Spiels immer zu Netzwerkfehler, Fehler 23, Fehler 5000, so viele Sachen. Das war richtig stressig. Da wollte Niantic ja die Leute auch noch entschädigen, die da Probleme hatten. Die sollten sich melden. Der Kalle zeigte uns, der hat ein Shiny Carvador bekommen. Ich würde mal sagen, sicherlich auch aus der Quest, oder nicht? Ich weiß die WP leider nicht, wie hoch die kommen können. Könnte aber auch wild sein. Der Fabian Browatzki mit einem 100% Perlu, natürlich aus der Forschung. Die gab es ja nur da, mittlerweile gibt es die Dinger auch wild. Das war aber auch noch vom Perlu-Tag. Der El Woppi, also der hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt, der hat ein 100% Klingplim aus dem Ei gebrütet und Klingplim an sich ist ja schon extrem selten und er hat jetzt auch noch ein 100er, richtig coole Sache natürlich, auf jeden Fall aufheben, nicht entwickeln, also ich würde es zumindest nicht entwickeln.
Der Hoffi hat uns gezeigt, auch bei seinem Perlu. Ihr seht, er hat hier den Perlu-Tag gemacht, hat davor schon einen Snubbel bekommen, hat selbst am Perlu-Tag auch noch einen Snubbel bekommen als Shiny und auch einen Bablu. Direkt alles hintereinander, wollte mir nochmal zeigen extra, dass er da eins bekommen hat, ein Snubbel und noch das Bablu hinterher. In der letzten Zeit viele Leute, die auch außerhalb von Community Days oder Veranstaltungen auch so einfach mal Shinies getten, um es mal wie Pugi auszudrücken. Ein weiteres 100%iges Perlu hatte der Brain. Der Thema Rana Brain, ne? Auch Level 15 aus der Forschung, 100%. Glückwunsch auch dazu. Die 100er waren anscheinend sehr häufig vertreten, hab da viele gesehen. Und dann hat er uns noch seine Übersicht über die Shinies gezeigt. Er hatte auch 10 Stück und ein Shiny Carbador, 92. Ja, das saß bestimmt wild da, da war das andere wahrscheinlich auch wild, denn es waren ja vermehrt auch Wasser-Pokémon anzutreffen. Also die Wahrscheinlichkeit, da ein Shiny Wasser-Pokémon zu bekommen, es sind ja voll viele Dinge da gewesen, die Shiny sein konnten. Eben auch Krabi zum Beispiel, was sehr selten ist, aber man auch bekommen kann, oder Weilmar oder Barschwa oder sonst was. Dann war es schon soweit, Latias kam zurück, muss man sagen, wurde auch als Shiny eingeführt und Pupsi hatte auch ein Shiny Latias bekommen, hat sich riesig gefreut, man sieht es an dem Bizeps, der da aufgespannt ist. Kurz hinterher gab es noch ein 100% Latias, was Pupsi gepostet hat. Das war aber nicht ihr, das war von ihrer Schwester. Die weiß bestimmt noch nicht mal, dass sie überhaupt Latias hat. Und wenn, dann weiß sie bestimmt nicht, dass es überhaupt 100% hat. Aber ja, Glück muss man halt haben und Unwissenheit, dann kriegt man auch sowas. Ihr seht nämlich, der Bogen ist ganz schön hochgespannt. Wer da in der Gruppe aufgepasst hat, der hätte das sofort erkennen können, dass das gar nicht von ihr sein kann, weil das Ding ist Level 20 und der Bogen ist fast komplett gefüllt. Dann muss es ja ein Low-Level-Account sein, wo das drauf ist. Trotzdem coole Sache, 100% Latias habe ich nicht, fehlt mir noch, aber gut, das ist ja auch bald rum. Der Tobi hat uns gezeigt, eine geile Muschelpizza, der war nämlich am Perlu-Tag noch essen, hat sich da heftig Pizza gegönnt und in der Mitte ein Perlu, sah also auch gut aus. Da bin ich auch aufgestiegen mit Octacon, beste Freunde mittlerweile, genauso wie Mr. Moonlord, auch beste Freunde, gab es wieder mächtig Putz. Der El Woppi zeigt uns nochmal, wie ein 100er aussieht, denn der hat auch immer Glück und er beschriftet seine 100er auch immer mit diesem Sternchen vor und danach. Deswegen ist immer auffällig, wenn man das sieht, weiß man genau, das gehört zu ihm, das Green gehört zu ihm. Auch ein 100%iges Latias bekommen mit 2006. Der Leosai mit einem Shiny Nidoran, die gab es damals ja am Mädchentag häufig. Also die Nidoran an sich, die scheinen ich nicht so häufig. Gab es auch sehr wenige Leute, die da eins bekommen haben. Er hat jetzt so aus Reihe eins gefangen. Auch coole Sache natürlich. Bräuchte ich auch 3 Stück natürlich, um das alles zu entwickeln und von jedem eins zu haben. Anderen reicht eins, aber muss ja jeder selber wissen. Ist halt wieder, man macht sich es wieder unnötig schwer, wenn man einfach wirklich von jedem versucht, eine Form auf der Hand zu haben. Anstatt man einfach eins hat, das durchentwickelt und alle Einträge hat im Pokédex. Aber man will ja einen lebendigen Pokédex, denn man muss sich ja mehr Stress zumuten, als überhaupt zumutbar ist. Der Lukas hat uns gezeigt, er hat einen Alola Knogger Raid gemacht und hat einen Badass bekommen, denn das ist das Schlechteste, was ihr aus einem Raid bekommen könnt. Die niedrigsten Werte, Angriff, Verteidigung, KP jeweils auf 10. Weniger geht einfach nicht, hat deswegen auch nur 66,7%. Aber wenigstens Wetter geboostet, nämlich auf Level 25. Das tut's doch schon gleich wieder ausgleichen. Der Hoffi hat sein zweites Shiny Meltan bekommen. War das, glaube ich, der hat schon mal eins gehabt. Hat jetzt noch ein weiteres bekommen. Also mit Meltan ist ja auch bald wieder um. Dann zeigt uns der Lukas noch ein Shiny Latias mit 96%, leider nur 14 Angriff, trotzdem cool, Shinies sowieso cool und mit hohen IV sind die ja eigentlich eher selten, aber hier sieht man mal, dass es auch anders geht, 96%. Dann habe ich ein Shiny Pichu bekommen, beziehungsweise ertauscht, nämlich vom Mr. Moonlord, der spielt zwar gar nicht mehr, aber ich habe seinen Account verwaltet und falls er mal wieder reingeht, sieht er, dass er gar keinen Pichu mehr hat.
aber das schuldet er mir schon seit 100 Jahren. Denn damals, als ich nach Dortmund zur Safari-Zone gefahren bin, hat er mich extra noch kontaktiert, angerufen, hat mir seinen Account geschickt, mich gebeten, ich soll ihm bitte ein paar Incognito fangen, ich soll ihn ein paar Kontinentale fangen, ich soll dies und das und jenes und ich kriege auch sein Shiny Pichu dazu. Dann kamen wir ewig nicht dazu, das überhaupt mal abzuklären. Ich habe da alles gemacht, habe nie was dafür bekommen. Wir wollten unsere Freundschaftsstufe hochtreiben. Jetzt waren wir also endlich beste Freunde, da konnte man sich das günstig rübertauschen. Also danke dafür nochmal, hat mir noch gefehlt, habe ich noch nicht gehabt. Hätte ich mir auch von meinem zweiten Account rübertauschen können, aber Wettschulden sind Ehrenschulden, sagt man immer. Das war zwar keine Wette, aber das stand noch aus. Genau wie, ja, da steht auch was aus bei diesem Mogelbaum nämlich. Der hat da wohl ein Roselia abbekommen zwischen die Beine, wie man sieht. Der Bockwurstking mit einem 100%igen Palkia, auch richtig gute Sache, aber ich sehe schon 6500 Staub und nur 9 Bonbons, also da wird er nicht weit kommen. Da kann er vielleicht einen Push, nee, kann er gar nicht, doch. Ein Push, das war unten die Attacke natürlich, die rot war, da kann er gleich einen Push reinstecken, dann sieht es noch besser aus und hat was Ordentliches zum Kämpfen, oder auch nicht. Was ist das, Level 5 Account? Nein, Spaß. Dann haben wir wieder ein paar Raids gemacht. Wir haben noch eine Raid-Tour gemacht letztens in Ilmenau. Da werde ich noch ein Video dazu hochladen, wie das alles abgelaufen ist. Aber da kann ich schon so viel verraten. Da habe ich ein 98%iges Latias bekommen. Leider wieder nur 14 Angriff. Das kann doch nicht sein. 14 Angriff, aber, wenn ihr seht, 1997 ist ein 97,8%iges. Kann man hochziehen, muss man nicht. Kann man ja noch warten, ist ja noch ein bisschen da. Der Horst of Death hat auch endlich sein Shiny Latias bekommen, auch bei derselben Raid-Tour. Wie gesagt, da wird noch ein Video kommen. Und extra die WP versteckt. Da habe ich auch eins bekommen. Wie viel WP das hat, das erfahrt ihr dann im Video, wenn ihr das seht. Das werde ich die Woche vielleicht noch fertig machen und hochladen. Mal schauen, wie es die Zeit hergibt. Dann der Bockwurst-King wieder. Hahaha, I've had enough. Latias ist geflüchtet, ein 100%iges. Was geflüchtet ist, abgehauen und da kann man sich den Strick geben. Mehr muss man da nicht sagen. Danke, MC Ramses und die anderen, die mit dabei waren. Das ist ja eine geile Ausbeute. Nochmal danke, Ramon, dass du das überhaupt gemacht hast. So. Da haben wir nämlich bei der Raid-Tour auch den Account von Marco dabei gehabt und haben 10 Raids gemacht und ich habe seine ganzen Pässe, die er drauf hatte, verbraucht und genau beim letzten Pass, den er drauf hatte, hat er auch ein Shiny Latias bekommen, wie man hier sieht. Er hatte aber noch 140 Münzen, ich habe noch einen gekauft, habe noch den 10. gemacht, dass das voll ist, eine ganze Zahler gibt und das ist jetzt seine Ausbeute gewesen. Alle gefangen, 100% Fangrate da gehabt und ja. Der Jakob hat auch ein gutes Shiny bekommen mit 93% und könnte sein, dass das sogar 15 Angriff hat. Wäre natürlich cool. Der Thomas zeigt uns hier sein zweites, wieder einfach mal so ein Bild gemacht, sein zweites Farbigel, was er bekommen hat. Und ich habe bisher nur eins, ich habe seitdem auch keine Fotos mehr gemacht. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so wie PvP verlaufen. Es ist neu, man macht es mal und dann ist der Reiz wieder weg und man macht es wieder nicht. Und die Medaillen schimmeln vor sich hin. Der Klaus, hey, kannst du ja mal ankündigen. Ein Farbigel? Was ist da jetzt so Besonderes dran? Aber wir scrollen mal rüber. Glücks hat es bei mir angezeigt. Und das wollen wir uns genauer mal anschauen. Klaus Ludes. Da hat das Farbigel gar kein Bild mehr, aber er hat es gefangen mit gelber Beere. Es war der Pokédex-Eintrag, deswegen hat er auch 6 Bonbons da. Aber das war so verbuggt und fehlerhaft. Plötzlich steht natürlich da Farbigel Glücks-Pokémon. Obwohl es nicht glücklich ist, steht Glücks Pokémon da und der hat sogar 3 Attacken. Der hat einen Quick Move und 2 Charge Moves. Normaler müsst ihr die ja für wie viel denn? Für 999.999 Bonbons könnt ihr eine zweite Attacke erlernen, was angeblich jetzt wieder entfernt werden soll. Warum auch immer, kann man ja lassen. Wer so viel Bonbons hat und das investieren möchte, der. Warum sollte man den Leuten das nehmen? Aber dem könntet ihr eine zweite Attacke geben, momentan. Und hier hat er einfach eine, ist zwar alles dasselbe, vor allem, das ist glaube ich Hyperstrahl. Nee, keine Ahnung. Hyperstrahl als Drachenmove, aber auch als Flugmove und alles mit 10 und plus 10, also ein richtiger Bugscreen, den muss man mit reinnehmen.
Dann was ganz Besonderes, wo wir beim Thema Moonlord sind, mit dem habe ich ja auch ein paar Latias gemacht und habe mir dann einfach mal ein Latias von ihm rübergetauscht auf meinen Account, weil das habe ich ja gefangen, das war ja meine Zeit und meine Kraft Gottes, die da drin steckt. Habe ich mir ein Shiny Latias rübergetauscht, damit ich die ich habe, auch abgeben kann für Leute, die jetzt vielleicht keins bekommen haben oder die cool mit mir sind. Und habe ein 98%iges Glücks-Latias Shiny bekommen mit 2001 WP 15, 15, 14. Und damit ist alles, was davor war, egal. Die 2,98er, die ich hatte, sind nichts mehr wert, denn die hatten alle nur 14 Angriff. Das hat 15, sprich, wenn ich eins hochziehen würde, dann das, weil es 15 Angriff hat und weil es natürlich auch günstiger ist, jetzt hochzuziehen. Und das kommt wenigstens auch auf 3502 und überschreitet somit die 3500 Marke, was die anderen mit 14 Angriff nicht gemacht haben. Hat mir der Klicker beschert. Da hat der Horst, der Kalsariken, auch ein Shiny Mushas bekommen noch. Auch gute Sache, auch richtig cool. Eins der besten Shinies, mit die es gibt. Bei manchen sieht man ja da gar keinen Unterschied. Das sieht aber cool aus. Am Dino hat der Lukas gepostet, saß einfach mal ein 100%iges Owai auf Level 32. Auch richtig coole Sache. Was hat man damals zu Anfangszeiten mit Kokowai Arenen platt gemacht oder die reingesetzt und andere sind dran verzweifelt, weil Kokowai drin gesessen hat und das hat immer so reingeknallt. Mittlerweile sieht man das kaum noch, aber es ist immer noch ein cooles Pokémon natürlich. Und zum Abschluss wollen wir noch zeigen, der Lukas wieder einen neuen Stop gepostet. Wieder mal ein neuer Stop. Beschreibung kann ich jetzt wieder kaum lesen. Aber ihr seht, da tut sich immer was, da geht es immer voran. Neuer Stop. Alles, was danach kam, sehen wir beim nächsten Mal, weil ich will hier einen Cut machen. Wir kommen jetzt noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Hartmut Scherer mit einem 100% Shiny Latias. Also, der hat es natürlich wirklich gut. Und ihr seht, der kommt auf 3510 statt 3502 wie der 98er. So muss es laufen. Richtig gute Sache. Er hat da in die Spieletrend-Gruppe gepostet. Will mich echt nicht beschweren. Aber Shiny Latios wäre mir dann lieber gewesen. Mein Glück ist damit wohl ausgeschöpft. 2006 WP. Ihr seht's. 100% mit Bewertungs-App. Also eindeutig. Das ist natürlich ein Bringer. Wer da also ein 100% Latias möchte und das sogar als Shiny kriegt, also ja, bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Meins nur 98, dafür Glücks, aber eben nicht 100. Und 100er sind eben das Maß der Dinge, sage ich mal. Das war's aber von diesem Mal. Wir melden uns dann nächste Woche zurück, wenn es wieder Bilder gibt und Neuigkeiten aus der Community. Fänge, 100er, Shinies, Nullis vielleicht. Diesmal war keiner dabei, aber Nullis sind immer mal wieder dabei. Nehme ich natürlich auch mit rein. Also, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.